Jo, hallo Leute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das seht. Die Lucifer News, ja, jetzt auf 38 News. Hier haben sich einige Sachen ja, ergeben. Ich bin eigentlich ziemlich übelst mit Grippe niedergeschlagen. Ich liege schon über eine Woche flach. Ihr hört, meine Stimme ist auch ziemlich heiser. Ja, es gab also so einige Sachen. Der Kanal Mr. Brunswick ist der Zugang gesperrt, das werde ich euch dann nochmal zeigen. Und naja, man hat dann also, sage ich mal, habe ich euch ja gezeigt, ah, wer unterschlägt die Kosten, dann habe ich eine Rechnung gekriegt von BS Energy über 218 Euro. Das sind 600, 359 gibt es noch einen. Das heißt, man will oder hat versucht, mich auszuhungern. Ja, aber wie gesagt, ich zeige euch hier mal die Vorkommnisse, die hier geschehen sind, gerade in den letzten Tagen. Es ist also sehr spannend, was hier gerade abgeht. Und man kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Man fragt sich, wo man hier lebt. Ja, ich würde mal sagen, hier mal einige Filme dazu. Bitte schön. Am 29. September ist hier eine Pressemeldung rausgegangen. Verwaltung empört sich über Hetzplakate gegen OB. Es sollen also einige Hetzplakate ausgelegt worden und Flugblätter verteilt worden, die gegen den Bürgermeister und gegen einige Personen, wie sich hier rausstellt, was entworfen worden seien. Und ich zeige euch vielleicht mal das Bild dazu. Das ist nämlich auf der Seite auch drauf. So, ihr seht jetzt hier das Bild. Das wurde veröffentlicht. Dieses Bild hier ist, geht nicht so schnell hier mit dem Rechner, von mit Haftbefehl gesucht. Achtet mal auf diese jämmerliche Farbgebung hier und diesen Druckflecken, aber auch wie die Linien sind, das ist also so primitiv gemacht. Also da hat wirklich einer einen übelsten Farbdrucker gehabt, muss man mal so dazu sagen. Ansonsten ist das eigentlich lachhaft, aber das hat natürlich alles im Hintergrund, die ganze Sache. Dann nehme ich zeitgleich dazu, wurde der Zugang für Mr. Brunswick gesperrt. Ja, ihr Konto kann nicht zugegriffen werden. Wenn ich also jetzt weitergehe, dann kann ich eine Meldung reinmachen und dann steht Zugang deaktiviert. Das heißt, der Kanal wurde gesperrt, zufälligerweise auch am 29. Das hat natürlich den Hintergrund, dass es da mit Sicherheit irgendeinen Zusammenhang geben muss. Anders kann man sich das ja schon gar nicht erklären. Wie gesagt, der Zugang ist nicht gegeben. Aber wenn wir jetzt einfach mal hier oben Mr. Brunswick eingeben, dann sieht man, der Kanal besteht also noch. Jeder YouTuber weiß, wenn mal der Kanal platt gemacht wird, dann sind die Filme weg. Aber in diesem Fall sind die Filme alle noch da, nur der Zugang ist nicht gegeben. Das heißt, man möchte diese Filme aufbewahren, um irgendwas zu beweisen. Na? Das Dumme, was man jetzt natürlich gemacht hat, ist natürlich die Sache, dass sich dadurch natürlich ergibt, dass man jetzt rauskriegen kann, wer hier die Zensur betreibt. Ich habe da schon öfter berichtet, dass also meine Leitung gecancelt worden, die ich noch hatte. Das hat man also auch probiert, weil ich habe jetzt vier Leitungen, wo ich sende, die aber nicht mir gehören. Und wie gesagt, die Leitung, die auf meinen Namen immer noch läuft, das hat was damit zu tun, dass bisher nicht die Möglichkeit gab, das umzumelden. Läuft immer noch auf meinen Namen, die wurde also auch wieder platt gemacht. Das heißt, stört mich natürlich nicht, weil ich diese 6000er Leitung gar nicht brauche.
Aber wie gesagt, das ist also sehr interessant, dass die Filme hier noch drin sind und dass sich dadurch natürlich ergibt, wer dahinter steckt. Und da komme ich gleich auch mal drauf. Entschuldigung, das war der erste Teil. Es geht gleich weiter im zweiten Teil. Werde ich euch auch noch was dazu zeigen. Wie gesagt, unglaubliche Geschichten hier in Braunschweig. Und wie gesagt, schaut euch den zweiten Teil dazu auch noch an. Bis später, ciao.